USA-Auswanderer-Podcast. Mein Name ist Monique Menesi. Ja, ich bin Auswandererin und zusammen mit meinem Mann, meinen zwei Kindern und meinem Jack Russell sind wir in 2014 mit der gewonnenen Green Card, ja, und nur 7 Koffern in die USA ausgewandert. Ja, gestartet sind wir in Charlotte, North Carolina. Von dort aus ging es nach Portland, Oregon. Und seit Anfang 2020 leben wir in der Nähe von San Diego im sonnigen Südkalifornien. Ja, diesen Muttersprache-Podcast habe ich gegründet, um die Geschichten von Menschen, die Ähnliches erlebt haben, hier in diesem Podcast zu erzählen und vor allen Dingen auch hier eine Plattform aufzubauen, wo sich gerade diese Auswanderer auch miteinander verbinden können. Ich erzähle jede Woche eine neue Geschichte hier im Gespräch und einmal im Monat gibt es auch eine Destination-Special-Folge. Also jetzt viel Spaß beim Zuhören, deine Monique. Manchmal, wenn man auswandert, ist es nicht für immer. Denn manchmal, ganz besonders auch Expats, die sind nur für eine begrenzte Zeit irgendwo im Ausland, zum Beispiel in den USA, Kanada oder irgendwo auf der ganzen Welt. Und über dieses Thema habe ich noch gar nicht in diesem Podcast hier berichtet. Was ist denn, wenn ich ja das Land, wo ich eigentlich vielleicht gerne leben möchte oder wo ich viele Jahre oder einige Zeit ganz glücklich verbracht habe, dann doch verlassen muss und ein neuer Lebensabschnitt steht bereit. Es geht vielleicht zurück nach Deutschland, nach Europa oder eben woanders hin. Und genau darum geht es heute in unserer Podcast-Episode. Ich habe zu Gast die Sandra und Jan aus Pennsylvania, die kurz davor stehen, wieder nach Europa zurückzukehren. Und ich dachte, das ist einfach auch mal eine schöne Gelegenheit, mit ihnen darüber zu sprechen, was sie vermissen werden, wie schwer ihnen der Abschied fällt, aber auch auf was sie sich in ihrem neuen, in ihrer neuen Station freuen. Und deswegen freue ich mich heute auf diesen Podcast mit den beiden. Und ich hoffe, auch dieser Aspekt des Auswandern, Weiterwanderns ist für euch auch mal interessant. Und bleibt einfach dran, denn hier geht's jetzt gleich los. Also herzlich willkommen. Heute geht es mal nach Pennsylvania und da war ich noch gar nicht im Podcast, stelle ich fest, aber lustigerweise wart ihr beide schon bei mir. Und ich habe heute zu Gast im Muttersprache-Podcast die Sandra und der Jan aus Pennsylvania und ich habe euch ja versprochen, es gibt heute eine ganz andere Folge, die ich sonst rekorde, aber erstmal herzlich willkommen nach Pennsylvania, ihr beiden. Hallo, hallo. Hallo Monique, wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Ja, obwohl ihr eigentlich jetzt das Land verlasst, gell? Sagen wir es mal so. Ja, bald. Ja. Steigen wir mal direkt ein, sozusagen. Ja, du merkst schon an unserer Reaktion, dass das gar nicht so einfach ist, drüber zu reden, weil es eine sehr emotionale Situation für uns gerade ist. Wir haben uns eben vor ein paar Monaten entschieden, die USA wieder zu verlassen. Wir sind ja jetzt schon ja etwas mehr als 4 Jahre hier und lieben es, hier zu sein. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Gründe und auch Gefühle, die uns sagen, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weiterzuziehen und ja uns auch weiterzuentwickeln und eine neue Chance zu nutzen, die sich geboten hat. Ja, lass uns mal starten von dem Moment an, warum ihr überhaupt in die USA gekommen seid, wann das war, und wie ihr hier gestartet seid. Also ihr seid jetzt wie viele Jahre in den USA? Ja, 4 Jahre. Ich glaube, das kannst du am besten erklären. Bisschen mehr als 4 Jahre, ja. Es ging damit los, dass ich in meinem Job bei IKEA ziemlich lange in einer Position war und ich überlegt habe, wie es denn weitergehen soll und kam dann auf die glorreiche Idee, tatsächlich einen größeren Schritt zu gehen. Ich wollte nicht wieder in Deutschland umziehen und dann von einem Store zum anderen gehen oder irgendwas anderes machen. Okay, wenn wir umziehen, dann richtig und habe dann den Vorschlag gemacht, wie sieht's denn mit USA aus? Und meine Frau war da ein wenig überrascht und überrannt mit der Idee. Hat eine Weile gedauert, dass wir uns beide an den Gedanken gewöhnen konnten, was natürlich immer erstmal ein paar
komische Sachen mit sich bringt, wenn man darüber nachdenkt, das Land zu verlassen. Es ist ja nicht nur, dass man A, die Sprache nicht kennt, B, vielleicht das Land gar nicht kennt oder die Gegend nicht kennt. Egal wie, es hat eine Weile gedauert. Ich habe mich dann beworben, habe den Job bekommen, hier in Philly. Und wir sind dann im Juni 17, habe ich hier angefangen, bin erstmal alleine rüber für 8 Wochen und bin dann wieder zurück nach Deutschland. Wir haben alles gepackt, haben eine super Abschiedsfete gehabt und sind dann alle Mann hier rüber. Was ist jetzt ein bisschen mehr als 4 Jahre, fast 4,5. Und leben seitdem hier in der Nähe von Philadelphia. Was war so schwierig für dich, Sandra? Also wo waren so deine Doubts, deine Zweifel oder deine Bedenken? Was war es so bei dir? Kannst du dich da noch erinnern? Also ich bin ja generell ein Mensch, der ein bisschen Zeit braucht, wenn mir jemand mit einer Idee näher kommt, die eigentlich ganz cool ist, im Nachhinein betrachtet, aber am Anfang überrollt mich das immer sehr schnell. Also ich muss mich erstmal an etwas gewöhnen, an diesen Gedanken und brauche ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten und für mich selber zu entscheiden, macht es Sinn oder ja, ist das was für uns? Und wir haben eigentlich, wir haben schon immer mal den Wunsch gehabt, im Ausland zu leben. Für uns war das aber eher so, wir gehen vielleicht mal nach Spanien. Das war irgendwie greifbarer. Und Amerika haben wir zwar einmal besucht, vor ungefähr 8 Jahren waren wir in Kalifornien und haben da Urlaub gemacht. Aber wir haben nie drüber nachgedacht, ob das überhaupt für uns eine Option ist. Und man hat natürlich auch so im Hinterkopf, wir haben 2 Kinder, wie werden die sich einleben? Kommen die damit klar? Der Große war damals 8 Jahre alt. Ja, kommt er mit der Sprache klar? Wie wird das werden? Er muss Freunde zurücklassen. Wir lassen Freunde und Familie zurück. Wie wird das? Also, ja. Und wie wurde es dann? Ziemlich genial. Tatsächlich einfacher als gedacht, wenn es um die Kinder ging, das war unsere größte Sorge. Wie kommt in dem Fall unser großer Sohn, wie kommt der hier an? Findet der Freunde? Wie kommt er mit der Sprache zurecht? Jean hat kein Englisch gesprochen, hat ein bisschen, wirklich nur ein paar Wochen englischen Unterricht gehabt, in der Woche 1 Stunde. Mein Englisch war jetzt weit weg von überhaupt existierend. Wir hatten so ein bisschen quasi genötigterweise auf Arbeit, wenn mal eine E-Mail kam oder wenn internationaler Besuch im Store war. Das heißt, das war die größte Sorge, wie kommst du eigentlich klar, wenn du die Sprache nicht kannst? Und ich rede von können und nicht, ich weiß, wie Englisch geschrieben wird. Das waren so die großen Knackpunkte. Und als wir dann hier waren, da war ich total perplex. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch stolz auf unseren Sohn. Da hätte ich das gar nicht so erwartet. Hätte ich mir nie träumen lassen. Und das war dann am Ende die kleinste Sorge. Als er in die Schule gekommen ist, hat sich die Schule sehr gut um ihn gekümmert. Hat ein Tablet bekommen, in dem er was er nutzen konnte, um quasi in Deutsch reinzusprechen. Das Tablet hat übersetzt zur Lehrerin. Und andersrum, die Lehrerin hat reingesprochen in Englisch und das wurde in Deutsch übersetzt. Und ich habe ihn dann 3 Monate später gefragt, wo ist denn ein Tablet? Das habe ich in der Schule gelassen, das brauche ich nicht mehr. Okay, so. Und das ging so schnell. Und dann auch hier das Ankommen mit den Freunden in der Straße. Und dann haben wir natürlich auch Glück gehabt, dass hier in der Straße sehr viele Kinder leben. Und dieses tagtägliche miteinander, ich sag mal, spielen und spielend lernen, hat ihn das so einfach gemacht, die Sprache zu lernen, dass es schneller ging als bei uns. Und das war für ihn super. Und für mich war das eine andere. Du bist auch schnell angekommen. Im Job bin ich schnell angekommen. Und auch mit der Sprache. Sprache war trotzdem noch eine Challenge. Und das gerade rübergehen, auswandern, ist dann solche Kleinigkeiten wie, ich muss ein Bankkonto öffnen, ein Auto kaufen, oder was auch immer. Diese typischen Alltagsdinge, die für jemanden ganz normal sind, wenn du in dem eigenen Land mit der eigenen Sprache lebst. Das war erstmal eine Herausforderung, aber ja, man kann alles. So Sachen, mit denen man nicht rechnet, sind eher schwieriger als die so offensichtlich sind. Ne? Du denkst eher so, die Verständigung ist schwieriger, dabei sind es eher so die bürokratischen Dinge oder Dinge, die du noch gar nicht weißt, die du hast. Die eben so viel anders sind. Ne? Mit der Steuer oder solche Sachen und dann unzählige Formulare, wo wir wirklich dachten, was mache ich damit? Ich habe keine Ahnung, weil dieses gibt es so nicht in Deutschland und dann muss man sich da ein bisschen reinfinden. Aber ich glaube, das, wovor die meisten ja auch ein bisschen Bedenken haben, wenn sie
drüber nachdenken, ins Ausland zu gehen, eben mit der Sprache, mit der Integration. Das muss ich sagen, das war die kleinste Hürde hier, weil auch diese Menschen, die hier leben, super offen sind und dich so akzeptieren, wie du bist und dir auch dabei helfen, dass du eben hier einen guten Start hast. Also das muss ich wirklich sagen, das hat es uns sehr leicht gemacht, hier auch schnell anzukommen und auch ja, uns hier wohlzufühlen. Denkt ihr, das ist so spezifisch amerikanisch oder hofft ihr jetzt in eurer neuen Station, dass das auch so sein wird? Wir wissen es nicht. Von dem, was wir hier gelernt haben, ist, dass ebenfalls das Umfeld, wo wir hier leben, der Amerikaner hier tatsächlich sehr willig ist zu helfen und auch dich verstehen will. Im Sinne von, selbst wenn die Sprache nicht perfekt ist, die wollen dich verstehen, die wollen mit dir in Kontakt treten, die wollen sich mit dir unterhalten. Der Amerikaner ist ja generell sehr kommunikativ und egal wo wir auch waren, wir sind ja auch sehr viel gereist hier in den USA, egal wo wir waren, also wir hatten nie ein Problem, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Das, was man dann, wenn es so ein bisschen tiefer geht, an Freundschaften oder wirklich soziale Kontakte, weil du vorhin auch sagtest, Jan, da hatten wir so ein bisschen Glück. Das mag sein, dass da immer so ein Funken Glück dabei ist, aber du musst halt selber auch ein bisschen dazu beitragen. Und wenn du selber auch sehr offen an die Menschen rangehst und denen auch signalisierst, ja, du möchtest auch ein bisschen mehr Kontakt und ne, das passt so und die Leute findest du einfach super sympathisch, glaube ich, ist es hier schon sehr einfach, wirklich auch ein schönes soziales Leben zu haben und Freundschaften zu finden oder engere Bekannte zu finden. Ne? Also das, ich weiß nicht, ob das generell nur am Amerikaner liegt. Ich glaube nicht. Das hat sehr viel auch mit einem selber zu tun, wie man mit der Situation umgeht, wenn man sich natürlich nur in seinem Zuhause einschließt und nicht den Kontakt sucht. Also es wird keiner von selbst kommen und sagen, hey, kommt doch mal auf ein Bier. Also ich glaube, man muss schon immer auch selber dazu beitragen. Und dann klappt das meiner Meinung nach fast überall auf der Welt. Und ob das nur der Amerikaner so ist, ob das überall so ist, kann ich nicht sagen. Tatsächlich wäre das, glaube ich, der Punkt, den wir in ein paar Monaten sagen können, ob das so einfach ist oder nicht. Aber dann sind wir, glaube ich, sehr kontaktfreudig, wo ich mir jetzt weniger Sorgen mache, dass ich da tatsächlich nicht mal beim Nachbarn vorbeigehe und sage, hey, ich bin der Jan, ich wohne übrigens da vorne und lass mal quatschen. Also das war ja ähnlich, als wir angekommen sind. Der zweite Tag, als wir angekommen sind, sind wir im Prinzip bei einem die Straße runtergelaufen, haben bei jedem Nachbarn einmal geklingelt und gesagt, hier, wir sind die Neuen, wir wohnen jetzt da drunten, nicht also wundert. Und dann kommt man halt relativ schnell ins Gespräch. Das habt ihr natürlich auch diesen amerikanischen Spirit, nehmt ihr dann ja auch sozusagen jetzt mit, wo immer ihr hingeht. Ne? Ja. Ich glaube, das ist einfach was, das ist jetzt Teil auch eurer Lebenseinstellung und eurer Nomadenkultur sozusagen geworden. Ja, absolut. Ne? Also ich glaube, diese 4 Jahre haben uns schon enorm geprägt, haben uns sehr stark beeinflusst in unserer Art und Weise, wie wir denken oder wie man mit anderen agiert und was man eben so mitnimmt. Ich bewundere die Amerikaner immer für ihre positive Art und Weise, wie sie leben. Und das heißt nicht, dass sie weniger Probleme haben oder Sorgen haben als andere Menschen auf der Welt, aber sie gehen anders damit um. Und das finde ich irgendwie genial. Und auch, dass sie sind stolz und sie zeigen das auch. Und man geht hier aber auch untereinander, finde ich, etwas anders um. Ich finde, hier ist der Neidfaktor nicht so groß. Man respektiert mehr die Leistung der anderen Menschen und gibt auch diese Anerkennung zurück und sagt, Mensch, cool, dass du es geschafft hast. Und Mensch, das wäre mein Ziel. Und da will ich auch mal hin. Und da gebe ich halt jetzt alles und versuche das mal. Und das macht das Leben hier sehr angenehm. Das ist halt eine andere Kultur. Das ist tatsächlich anders. Man wird hier mehr für das respektiert, wie man ist und nicht, was man hat. Das ist so für mich so ein Punkt, wo ich sage, ja, deine Art und Weise und wie du rüberkommst und wie du mit den Menschen umgehst, ist wichtiger, als ob du ein cooles Auto hast oder ob du ein cooles Haus hast. Das ist alles nebensächlich, wenn du dich mit den Menschen verstehst und wenn du einfach
mit ihnen gut klarkommen. Also du musst nicht so 10 Jahre mit jemandem zur Schule gegangen sein, dass der dich akzeptiert, sondern du kannst wie ein weißes Blatt kommen und die gucken auf dich, wie du gerade bist. Ja. Und du musst jetzt nicht erst deine ganze Job-History da erzählen, damit das du ist sowieso eine Akzeptanz hast. Also ich habe das Gefühl, das ist total unwichtig, welchen Job man macht. Ne? Also das wird auch gar nicht so oft gefragt. Da werden ganz andere Dinge gefragt und ist auch nicht wichtig, ob du studiert hast oder nicht. Also dieses Schubladendenken ist hier nicht so. Ja, also fühlt sich für uns so an, ja. Ja. Wie also war das bei dir so im Job, als du dann angefangen hast? Kannst du dich so an die größten Herausforderungen, aber auch die größten Wins, die du so hattest, erinnern? Größte Challenge, natürlich Sprache. Ich hatte hier knapp 80 Mitarbeiter. Dann ist es natürlich nicht so einfach, wenn du der Sprache nicht mächtig bist, das zu vermitteln, was du gerne vermitteln möchtest. Das sind so diese Nuancen der Sprache, ne? Genau. Gar nicht die Sprache, sondern die... Dann hat auch South Philly noch einen kleinen Akzent, was dann noch schwierig war. Also dann die Sprache zu lernen, das zu vermitteln, was man vermitteln will, egal ob es jetzt ein positives Gespräch ist oder ein negatives Gespräch ist, das muss ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise in einer Kommunikation stattfinden, was dann am Anfang mehr mit Händen und Füßen war. Und manchmal auch nicht ganz so erfolgreich, wie es hätte sein sollen. Aber das war ein Learning. Kannst du eine Geschichte erzählen, wo du so richtig ins Fettnäpfchen getreten bist? Hast du so ein Beispiel, wo du so richtig im Nachhinein denkst, ach du Scheiße. Ja, es war kein Fettnäpfchen in dem Fall, aber es ist halt schwierig, jemandem zum Beispiel eine Abmahnung zu erteilen, wenn man nicht richtig weiß, wie man das formulieren soll. Also ein Positivgespräch kann man auch ganz anders mit der Körpersprache machen. Aber eine Abmahnung zum Beispiel ist doch eher sehr sachlich und muss halt auch sehr, sehr gezielt und direkt sein und kann nicht irgendwie ein bisschen darum gelabert werden. Das muss halt auf dem Tisch sein, weil da hängt ja auch ein bisschen was hinten dran mit Recht. So, in dem Fall war es ein bisschen schwierig, wenn sowas sein musste. Und man muss dazu sagen, in Deutschland ist es auch kein Problem, wenn man sehr direkt sagt, was man möchte und das ist jetzt der Ablauf und okay, dann hast du eben nicht das erfüllt und jetzt müssen wir dich abmahnen. Hier muss man in den USA ja trotzdem alles schön verpacken, auch wenn die Nachricht negativ ist, weil das einfach auch so kulturell so ein Ding ist. Es wird erwartet, dass selbst wenn die Dinge negativ sind, dass man sie eigentlich als was Positives verpackt. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist so ein kultureller Unterschied, den man ja auch gar nicht so gewohnt ist, ne? Auch im Arbeitsleben. Mit der Sprache mangelt, dann wird es natürlich ganz schwierig. Und auch die rechtliche Situation ist oft sehr anders. Ja, die ist komplett anders. Da muss man sich, glaube ich, auch erstmal einfügen. Ne? Hast du da Hilfe bei bekommen? Also könntest du da... Ja, du hat man da das HR war oder ob das mein Manager. Die haben mich da super unterstützt, ohne Frage. Das andere Ding, was tatsächlich dieses Kulturding, was man auch lernen muss, wie die Menschen halt hier ticken, aufgrund ihrer Kultur, war für mich ein bisschen schwierig, dieses typisch Deutsche, was Sandra gerade sagte. Ich weiß, was ich tue, weil ich es jahrelang gemacht habe und versuche, irgendwas zu verändern. Aber Veränderungen sind hier ein bisschen anders. Du kannst nicht von heute auf morgen irgendwie die Welt umdrehen. Ne? Der Amerikaner ist da auch sehr stolz und denkt auch, er kann das. Und wenn du jetzt der Meinung bist, du weißt es besser aufgrund von der Historie oder von dem Wissen, was du erlernt hast über die Zeit, das war sehr schwierig, die davon zu überzeugen, dass ein neuer Weg vielleicht einfacher ist für sie oder besser oder wie auch immer das Ergebnis dann aussehen soll. Da hatte ich am Anfang meine Schwierigkeiten, den richtigen Weg zu finden, um genau dieses Ziel zu erreichen. Da hatte ich tatsächlich am Anfang Schwierigkeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn man einmal kapiert hat, wie das funktioniert, ist es dann auch wieder einfach. Hat dich natürlich als Führungskraft unheimlich weitergebracht, ne? Ja, das war ein sehr intensives Lernen. Ja, aber ich meine, man lernt natürlich auch an solchen Beispielen, ne? Weil wenn du immer in deinem gleichen Umfeld bist, dann lernst du natürlich nie mit unterschiedlichen Gegebenheiten klarzukommen. Und im Grunde könnte man sagen, für Manager, die eine höhere Karriere anstreben, ist es eigentlich total wichtig, so eine Erfahrung mal über ein paar Jahre zu machen, um
auch so ein bisschen runder, seine eigenen Ecken so ein bisschen zu runden und seine Sichtweisen zu schärfen. Ne? Kann auf jeden Fall nicht schaden, so viel ist sicher. Ja, also ihr habt... interessante Erfahrung, das ist ja immer noch. Und dieses über den Tellerrand hinausschauen, ne, dann der Teller wird ja immer größer, aber es wird ja immer einen Tellerrand geben. Von daher muss man gucken, wie weit kann ich meinen Horizont erweitern? Was könnte ein nächster Schritt sein, um wieder den Horizont zu erweitern? Also man. Und was wäre das? Ja, wäre tatsächlich wieder in ein anderes Land gehen und tatsächlich auch sagen, okay, wie ist das denn? Also die Erfahrung, die wir hier gemacht haben, heißt ja nicht, dass ich die 1:1 mitnehmen kann und sagen, ich mache das genauso dort. Nee, das läuft dann halt wieder ganz anders. Und daher, ja, dann ist es auch mit den Kindern wieder anders, das Schulsystem. So viele Sachen, eine neue Sprache. Ja, ja, man kommt so dann irgendwann in so einen Punkt, wo man dann wieder die neue Routine hat. Und das war wahrscheinlich auch dieser schwere Punkt, zu sagen, da gehen wir jetzt wieder raus. Weil so nach 4 Jahren hat man ja echt schon sich was Neues aufgebaut. Ne? Man hat die Kinderärzte. In unserer Komfortzone wieder. Also da sind wir jetzt gerade wieder drin. Ne? Es ist jetzt gerade alles eigentlich perfekt. Also es gibt für mich jetzt eigentlich nicht viel, wo ich sage, es gibt einen Grund, da können wir gleich drüber sprechen, wo ich sage, das hat auch so ein bisschen für uns die Entscheidung letztendlich gebracht. Aber ansonsten gibt es nichts Wirkliches, wo wir sagen, wir müssen hier weg oder das stört uns oder wir halten es hier nicht mehr aus. Ja, es ist wirklich, Arbeit ist super, Privatleben ist super, die Kinder sind happy. Wir haben Freunde gefunden, wir leben in einer traumhaften Gegend, wir lieben das Reisen. Ich meine, da hat man so viele Möglichkeiten hier direkt vor der Nase, das kann man alles nutzen. Aber es gibt eben trotzdem so ein paar Dinge, die im Herzen sind, die das Bauchgefühl, das einem sagt, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir doch, und wir müssen ja auch eine Entscheidung treffen, weil das Visum ist für 5 Jahre, das Arbeitsvisum. Und das läuft jetzt eben dann aus und das ist eben das Schwierige auch mit der USA. Man kann eben dann nicht, also klar, man kann natürlich schon Wege finden, um länger zu bleiben, aber das ist eben nicht ganz einfach. Also diese Visa-Situation, Green Card-Situation, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß, dass das nicht ganz ohne ist und ja. Man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Das wäre dann jetzt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Auf der anderen Seite, ja, nee, ich sehe das genauso. Wir sind ja auch so weiter Wanderer und von daher verstehe ich das auch, wenn man da hinkommt, dass man sagt, ich verliere, und das habe ich dir ja vor ein paar Tagen geschrieben, Sandra, wo du so ein Tief hattest, ich verliere ja nicht, sondern ich gewinne ja immer nur noch weiter dazu. Ja. Aber da muss man natürlich hinkommen, dass man das dann auch sieht und dass man nicht so mit Herzschmerz sozusagen jetzt geht und das Gefühl hat, es reißt mir was aus dem Herzen, sondern dass man sagt, es war schön und ich wertschätze das und ich bin dankbar und jetzt kommt das Nächste und das wird noch größer und farbiger und setzt einfach noch oben was drauf, ohne was wegzunehmen. Und das ist aber schwer, finde ich. Also finde ich immer noch, weil das kenne ich ja auch als Erfahrung. Ein bisschen einfacher gemacht, weil wir ja von Anfang an gesagt haben, die USA wird für uns eine Etappe werden. Also wir werden nicht auswandern. Das war für uns von Anfang an klar. Wir werden irgendwann den nächsten Schritt gehen oder wieder zurückgehen, was auch immer, aber wir werden nicht auswandern, obwohl es zwischendurch ganz viele Momente gab, wo wir drüber nachgedacht haben, die Green Card zu beantragen. Das gebe ich zu. Aber unser Bauchgefühl hat immer gesagt, nee, es ist irgendwann mal ein Punkt erreicht. Und der Punkt kam jetzt eigentlich durch diese ganze Covid-Situation und mit dem Travel Ban, wo wir gesagt haben, ja, wir hätten zwar die Möglichkeit, hier zu bleiben, das würde aber für uns bedeuten, unsere Familien und engen Freunde weiterhin nicht sehen zu können, auf unbestimmte Zeit. Und nach fast 2 Jahren hier festhängen, also wir können zwar nach Deutschland, aber wir würden eben nicht mehr wieder zurückkommen, ja. Unsere Familie darf nicht hierher, unsere Freunde dürfen uns nicht besuchen. Nach knapp 2 Jahren sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, es tut weh.
Ja, ich glaube, das geht vielen so. Ne? Ja. Denn viele haben unerwartet entschieden, zurückzugehen, wo du so gar nicht gedacht hast, dass die zurückgehen, wo es auch eigentlich nicht geplant war. Aber diese 2 Jahre haben einen schon sehr mürbe so ein bisschen gemacht. Ne? Und das natürlich auch, das ist noch so endgültiger, wenn man dann plötzlich nicht reisen kann. Ne? Ja. Also das hat so eine gewisse Bitternis irgendwie in dieser Auswanderung. In dem Fall war es aber auch gut, dass das nötig war. Es ist nicht gut, dass es passiert ist, diese ganze Pandemie, aber es hat also mir jedenfalls geholfen, eine Entscheidung zu treffen, was wir eigentlich wollen und zu wissen, dass wir irgendwo weit über dem Teich sind und wir können nicht einfach mal so hin und her fliegen, aufgrund von, selbst wenn wir es könnten, dann bist du ja nicht eben mal in 2 Stunden irgendwo. Dann dauert es mal eine Weile. Jetzt können wir nicht fliegen und dürfen nicht traveln. Das macht die Sache noch schwieriger. Und dann gab es um Weihnachten rum einen Fall in der Familie, wo ich gesagt habe, ich würde jetzt am liebsten in den Flieger steigen und meine Familie sehen, wo ich nicht konnte. Ich durfte per se nicht. Was einfacher gewesen wäre, wenn man irgendwo in Europa auf dem Festland ist und nicht irgendwo einen Kutter braucht, um übers Wasser zu kommen. Oder einen Flieger, wo ich mich ins Auto setze und losfahre. Ja. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, liebe es hier zu sein, aber wir haben Familie, wir haben Freunde und ich würde es gerne ein bisschen einfacher haben, meine Freunde und Familie sehen zu können, wenn ich es denn will. Wir hatten andere Pläne irgendwann mal, irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Australien, ne? Würde mich ja auch reizen, aber das ist ja gleich mal noch weiter weg und das ist ja noch gar keine Chance, mal eben schnell nach Hause zu kommen. Deswegen haben wir solche Entfernungen wie Australien komplett gestrichen, weil unsere Familie, also gerade unsere Eltern, werden auch nicht jünger. Und da wäre ich gerne in einer Lage, wo ich sage, ich setze mich schon ins Auto und habe die Möglichkeit, eben mal hinzufahren. Ne? Und ob das jetzt 2 Stunden dauert oder 6 Stunden dauert, ist egal, ich kann mit dem Auto fahren, das kann ich ja nicht. Die Pandemie hat viel verändert, das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir haben lange genug durchgehalten und es gibt Gott sei Dank so viele Möglichkeiten, sich ja zu sehen. Also morgen ist zum Beispiel der Schulbeginn von unserem jüngeren Sohn und wir haben uns jetzt auch eine Zeremonie überlegt, wo wir eben wirklich die Großeltern dazuschalten. Wir fahren dann morgen zu seiner Schule und dann versuchen wir, sie dann mit ins Boot zu holen, damit man irgendwie überhaupt dieses Gefühl irgendwie hat, wir teilen was mit unserer Familie. Und jedes Mal, wenn man irgendwelche Feiern in der Familie hat und man weiß, man ist wieder nicht dabei. Ja, es ist ja, so. Ja, das ist hart. Mein Vater ist heute 70. Ja, dann, ich bin nicht da. Ja. Mm. Ja, so, das verstehe ich total. Mein Bruder, meine Schwester, alle da. Ich bin nicht da. Ich habe nicht mal die Möglichkeit, in der jetzigen Situation dann eben hinzufliegen. Weil wenn ich hinfliegen würde, würde ich erstmal in Deutschland festsitzen und könnte nicht mehr zurück, um quasi auf meinen Job nachzugehen. Ja, so, das ist ein hoher Preis. Ne? Oh, ja. Also das ist ein sehr hoher Preis. Und der war einem so auch noch nicht klar vor der Pandemie, weil da gab es immer noch die Möglichkeit. Ja, genau. Und wir wissen natürlich auch nicht... Ja, und wir wissen aber auch nicht, wie sich das in den nächsten 5 Jahren irgendwie entwickeln wird. Ne? Also so momentan, wir haben immer gedacht, das ist ein halbes Jahr, ein paar Monate, dann ein halbes Jahr, dann ein Jahr. Und jetzt wird das so unendlich irgendwie mit dieser ganzen Testerei und Fliegerei. Und dann ändern sich plötzlich wieder die Bedingungen und dann ist du bist irgendwo und plötzlich ist es anders und so. Ne? Also das ist ja so unpredictable. Bedenken, dass das eben unsere Zukunft noch mehr begleiten wird. Und ich hätte am Anfang nie gedacht, dass ich so dieses Heimweh auch haben werde oder die Familie so arg vermissen werde, wie es vor 4 Jahren war. Da hat sich das noch nicht so angefühlt, aber man konnte sich eben auch regelmäßig sehen. Ich glaube, man hat das dann oft verdrängt. Aber ja, durch diese Situation hat sich das eben total verändert. Ich glaube, es hat uns geholfen, weil wir haben das ja mal geplant. Also dann, wir sind über Weihnachten da oder wir kommen im Sommer mal. Du kannst ja jetzt nichts planen und du weißt nicht, wann du deine Familie wieder auf Freunde mal wiedersehen könntest. Dementsprechend fühlt sich das so als eine Ewigkeit an, die aber tatsächlich... Ja, so ein bisschen exilmäßig auch. Ja, genau, du kannst nichts planen, aufgrund der Tatsache. Und vorher hat man halt geplant und man hat halt sagen können, das sind noch 2 Monate, das ist noch 1 Monat, das sind noch irgendwie... Ja, genau. Man konnte sich drauf freuen und ich meine, so ein Handy ersetzt nun mal nicht eine persönliche Umarmung oder ein persönliches Gespräch. Das geht einfach nicht. Deswegen habt ihr die Entscheidung getroffen. Ihr habt sie getroffen. Und Jan hat jetzt darauf hingearbeitet und er wird sich
Ja, das bald. Also du hast die Möglichkeit natürlich jetzt, also dadurch, wie du ja gesagt hast, Sandra, ihr seid nicht quasi ausgewandert, sondern ihr habt wirklich einen Expertstatus, das war von vornherein klar. Ja. Ja. Ihr habt aber trotzdem geliebäugelt damit, weil es ihr einfach wirklich so angekommen seid in diesem Leben hier. Ja. Aber dann kam der Punkt Corona, der hat euch sozusagen wirklich nochmal so ein bisschen vor Augen geführt, dass ihr weit weg seid. Ne? Und dass die Familie eben, dass das so nicht geht, wie das vielleicht vor Corona ging. Ja. Und was habt ihr denn dann entschieden? Also was war dann jetzt der nächste Schritt? Einer der Hauptgründe ist, dass mein Vertrag hier ausläuft. Und das wäre im Mai nächsten Jahres. Und jetzt kann ich natürlich warten, bis irgendwas passiert. Aber da bin ich nicht der Mensch dazu. Ich bin sehr proaktiv und organisiere mein Leben gern selbst und warte nicht, bis irgendjemand mein Leben versucht zu organisieren, was meistens sowieso nicht richtig funktioniert. Von daher packe ich es lieber selber an und habe mich dann beworben. Und innerhalb des Unternehmens, ja, innerhalb von IKEA. Genau. Und es gab ein paar Möglichkeiten. Habe mich dann auf eine Stelle beworben, wo ich der Meinung bin, dass ich da sehr gut hinpasse, aufgrund der 20 Jahre Erfahrung mit IKEA. Und hatte dann die Gespräche und habe eine mündliche Zusage und eine schriftliche Zusage kurz danach bekommen, wo wir jetzt gerade noch dabei sind, den Vertrag auszuhandeln. Deswegen werden wir auch nicht sagen, wo es hingeht. Weil also, die uns folgen, wissen, dass wir noch auf die finale Entscheidung warten. Aber es ist noch nichts offiziell, noch nichts announced. In dem Fall kann ich jetzt noch nicht sagen, wo es hingeht und wann es losgeht. Aber es wird noch dieses Jahr sein. So viel steht schon fest. Und ja, das ist dann, es geht dann immer schneller, als man denkt tatsächlich, weil im Vergleich zu diesen 5 Jahren, die wir jetzt haben, davon sind 4,5 Jahre rum. Ich weiß gar nicht, wie schnell die waren. Fühlt sich an wie 2 Wochen oder 4 Wochen. Aber wie geht's euch jetzt so hier? Wie geht's? Also hier ist klar, da geht die Maschine los mit, okay, das muss gepackt werden, das muss verkauft werden und so. Da seid ihr ja auch Profis drin, aber was macht das hier mit dem Herzen? Also was ist da so los sozusagen? Achterbahn. Okay. Totale Achterbahn. Also gerade wenn man Kinder hat, glaube ich, ist das immer so dieser Heartbreaker. Die Kinder sind natürlich hier sehr vernetzt mit ihren Freunden und Euer Kleiner spricht auch nur Englisch fast, ja, ne? Den ganzen Sommer draußen und die Kinder spielen miteinander. Wir haben hier eine sehr schöne Community, sie haben Freunde gefunden. Und wenn man das so beobachtet und man weiß, man reißt die Kinder da jetzt wieder raus, es bricht einem schon das Herz. Also es ist schon sehr emotional. Und auch wenn wir uns mit unseren Freunden hier drüber unterhalten, wie es ja für uns weitergeht, da sind wir auch sehr offen und transparent und sagen, hey, hör zu, es ist halt so. Und wir sind jetzt mittlerweile in einem Punkt, wo wir uns gar nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Weil wenn man in die Augen der anderen guckt und auch sieht, wie traurig unsere Freunde sind, dass wir hier weggehen, und wir empfinden ja das Gleiche. Ja, also wir verlassen ja hier Menschen und ich glaube, es ist auch nochmal ein anderes Verlassen, als wir damals hatten, als wir Deutschland verlassen hatten. Als wir aus Deutschland weggegangen sind und zur Familie und Freunden Tschüss gesagt haben, dann war das ja so, ja, wir kommen ja in 5 Jahren zurück. Wir sehen uns ja spätestens dann wieder oder auch zwischendurch, wenn wir uns besuchen. Aber hier ist das ja mehr so ein Abschied für immer, weil wir wissen, wir werden hier wahrscheinlich nicht nochmal leben, aber sag niemals nie, wir wissen es nicht. Mhm. Aber es wird alles, was hier noch passiert, wird eben nur darauf hinauslaufen, sich mal zu besuchen. Aber ein gemeinsames Leben werden wir mit den Menschen ja nicht mehr in dem Sinne führen, wie wir es eben mit Freunden, Familie in Deutschland tun. Und es ist auch für uns nicht leicht. Also gibt oft Momente, wo mir schon die Tränen kommen, weil ich das, ja, weil es mich auch sehr berührt. Und wenn aus Menschen, die du gerade mal 4 Jahre kennst, plötzlich Freunde werden, das ist auch ein großes. Das ist gewählte Spiel. Familie, ne? Ja. Gerade jetzt durch die Corona-Zeit ist das natürlich diese. Familienersatz. Also ich sag auch immer, wir haben amerikanische Großeltern, ich habe eine amerikanische Schwester, ne? Mhm. Das ist einfach so, man hat plötzlich ja Menschen, die man vielleicht vorher noch nie kannte, die man hier kennengelernt hat, aber diese Beziehungen werden ja so intensiv, dass das Wahlfamilie wird, die
man dann ja irgendwie zurücklässt. Und das ist ebenso schwer wie die Familie, die man dann vermisst, die man in Deutschland hat noch. Ne? Ja. Weil die haben ja auch eine entscheidende Entwicklung von euch mitgemacht. Die waren für euch ja sozusagen da, wo keine Familie da war. Ne? Ja, und das ist ein großes Geschenk. Also ich glaube, man weiß sowas dann auch sehr zu schätzen. Und Aber tatsächlich immer, es sind nicht nur Freunde für die Zeit, die wir hier sind, es sind Freunde fürs Leben. Also tatsächlich bin ich mir sicher, dass wir bei den Freunden, von denen wir jetzt sprechen, dass wir, egal wo wir sind, wir werden immer Kontakt haben und wir werden uns auch immer irgendwie sehen, ob das nur auf Urlaub ist. Aber das ist tatsächlich, du gewinnst nur dazu und du verlierst nichts. Das ist das Schöne daran. Und dann ist es egal, wo du bist. Und da, es stellt sich auch sehr schnell raus, was wahre Freunde sind. Das ist auch eine Tatsache. Wenn man tatsächlich, in dem Fall, als wir Deutschland verlassen hatten, hat man einen Freundeskreis, wenn man durch Handys durchscrollt, wie viel Kontakte man da drin hat, wo man denkt, ach, das sind alles Freunde, macht man das dann 4 Jahre später nochmal und man hat tatsächlich mal aussortiert, weiß man, was Freunde sind und was Freunde sind. Und das ist eine sehr interessante Bekannte Erfahrung. Und Freunde sind. Ne? Ja, genau. Ja. So kann man Freunde auch, und Freunde. Genau, Freunde und Freunde, genau. Das macht natürlich sehr viel aus, aber tatsächlich ist das hier auch dieses, man gewinnt was dazu. Es sind Freunde und das tatsächlich die beiden, von denen wir sprechen, unsere Nachbarn, da bin ich mir sehr sicher, dass wir über den Rest unseres Lebens Kontakt haben werden. So viel ist sicher. Schön. Ist, weil wir ticken einfach so ähnlich, das was einfach total super ist. Aber um deine Frage zu beantworten, was die Sachen noch schwierig macht, wieder wegzugehen, ist das, was Sandra sagte, die gleiche Thematik, die wir hatten mit Kindern hierher kommen, was unsere große Sorge war, wie geht es dann weiter? Also A, was passiert mit den Kindern, wenn sie hier weg sind? Ne? Sie haben ja hier, also gerade der Große, hat ja hier bewusst Freunde gefunden, die er selbst gewählt hat. Ne? Als in dem Alter, wo wir aus Deutschland weg sind, waren es halt unsere Freunde, die auch Kinder hatten. Aber hier hat er bewusst halt Freunde gefunden, ob das eine Schule ist oder nach der Schule. Die zurückzulassen ist für ihn natürlich nicht leicht. Und wir wissen natürlich nicht, wie es da drüben weitergeht, wo wir auch mal hingehen. Weil dann muss er ja auch wieder, sag mal so, integriert werden. Und das könnte auch interessant werden. Aber auch eine quasi... Es gibt ja einmal die emotionale Entscheidung, die du triffst, und einmal die rationelle Entscheidung, die du triffst. Wann macht es den meisten Sinn? Und in dem Alter, wie er jetzt ist, ist es gut, jetzt zu gehen, anstatt noch 1-2 Jahre zu warten. Weil wenn er jetzt mit 12 weggeht, ist es anderes, als wenn er irgendwie mit 14, 15 weggeht, vielleicht noch irgendwie eine Freundin hat. Und dann reißt du ihn da raus und sagst, übrigens, vergiss deine Freundin hier, wir ziehen jetzt mal eben ans andere Ende der Welt. Das macht natürlich mit dem Kind auch was. Von daher, diese rationale Entscheidung, doch jetzt zu gehen, macht aus vielen Gründen Sinn. Gerade mit den beiden kurzen, eine 6, andere 12, ist eine gute Zeit. Ist eine gute Zeit. Gutes Alter jetzt auch, um sie nochmal zu verpflanzen. Ich glaube, das müssen sich Eltern eben auch gut überlegen, wenn sie den Schritt wagen, ins Ausland zu gehen, dass man das ein bisschen mit berücksichtigt und vor allen Dingen die Kinder immer mit einbinden in die Gespräche. Das war uns immer wichtig, dass sie wissen, Mensch, was kommt auf sie zu? Also gerade unser Großer ist natürlich mega traurig. Also da gab es schon ganz viele Tränen. Das verstehen wir natürlich auch. Aber wir haben ihn von Anfang an immer darauf vorbereitet, hör zu, wir werden nicht für immer hier bleiben. Ja, wir haben ein Visum, das Visum läuft irgendwann aus, wir sind keine amerikanischen Staatsbürger. Wir müssen irgendwann entweder wieder zurück oder weiterziehen. Und aber ich bin mir ganz sicher, dass die Kinder das meistern werden, weil es ist ja auch eine große Chance für die Kinder, ja, so aufwachsen zu können und und das sind ja auch dann oft so diese natürlichen Brüche, die man auch im Schulsystem hat. Ne? Da hast du ja auch zum Beispiel Elementary, er ist jetzt Mitte Middle School, aber irgendwann geht ja auch dann das auf High School und dann auf College sozusagen. Ja, das ist noch ein guter Zeitpunkt. Und der Kleine kommt jetzt erst in die Schule, das passt sehr gut. Also von daher sind wir da total optimistisch. Aber ja, klar, zum anderen sind wir traurig. Wir haben hier wirklich auch ein schönes Zuhause gefunden, was wir eben wirklich auch Zuhause nennen, was sich wirklich so anfühlt. Du kommst nach Hause. Ja, wir lieben dieses Haus hier, was wir gemietet haben und wohnen halt auch in einer wunderbaren Umgebung. Und wie ich schon erwähnt hatte, wir lieben das Reisen. Man kann halt in Amerika wunderbar reisen. Das haben wir auch, glaube ich, genutzt.
Aber das sind alles Dinge, die man natürlich irgendwo ersetzen kann. Ja? Man findet ein neues Zuhause hoffentlich und das Reisen kann man natürlich dann nachholen. Dann andere Ecken andere. Ja. Ja. Was ist jetzt so, findet ihr das jetzt, dieses Planen und Umziehen mit Covid so viel komplizierter ist geworden ist oder ist das das Gleiche? Nein. Ist eigentlich exakt das Gleiche. Ne? Also ich glaube, es ist ja dann immer noch der Unterschied, ob man mit einer Firma umzieht oder ob man jetzt auf eigene Faust umzieht. Ich muss dazu sagen, wir bekommen natürlich sehr viel Unterstützung von Seiten IKEA, weil wir ja innerhalb der Firma umziehen werden. Aber Covid beeinflusst uns jetzt eigentlich nicht wirklich. Ja, das ist den Look and See Trip. Genau, wir können zum Beispiel keinen Look and See Trip machen. Ja. Normalerweise ist in dem Paket, was ich mit diesem Umzugspaket, ist ein Look and See Trip. Das heißt, ich fliege normalerweise dahin in die Final Destination. Dann haben wir eine Woche und können uns schon mal die Gegend angucken, was auch ein Prozess ist, um dann entscheiden zu können, ja, hier gefällt es mir. Also wir haben das hier mit US genauso gemacht. Sodass wir eigentlich schon mal die Möglichkeit hatten, die Gegend zu sehen, wo wir dann irgendwann mal leben könnten. Und das ist auch der Entscheidungsprozess, um dann schlussendlich den Vertrag zu unterschreiben und sagen, ja, da gefällt es mir. Oder du sagst, pass auf, ich war da, das geht gar nicht, den Vertrag unterschreibe ich nicht. Dieser Logistik fällt jetzt weg. Durch den Travel Ban. Ja. Auf der anderen Seite ist, was vorher alles in Person war, wird jetzt halt alles virtuell gemacht. Ne? Das ist also die Hausbesichtigung. Genau, das ist halt alles virtuell. Also das ganz amerikanisch eigentlich. Ne? Die kaufen ja immer ungesehens oder ganz oft ungesehens Häuser und ist dann einfach so für eine Zeit. Genau, aber es geht. Es ist nicht irgendwie da, wo ich sage, um Gottes Willen, wie soll man das machen? Das geht. Und dann, glaube ich, haben wir auch ein bisschen Erfahrung, was Umzug angeht. Ich habe mal irgendwann mal vor vielen, vielen Runden bei einer Umzugsfirma gearbeitet. Das war quasi mein täglich Brot. Und in den letzten paar 20 Jahren, was auch immer, sind wir schon irgendwie, das ist das 9. Mal, dass wir umziehen. Also umziehen ist jetzt nicht irgendwie eine Hürde für uns oder irgendwie was Panik verbreitet, sondern ist quasi schon... Man ist schon im Kopf so... Eingespieltes Team. Ja. Wir wissen genau, was wir wollen, wie wir es wollen. Wie es verpackt wird. Ja, hat sich ja auch ein bisschen beruhigt mit der Covid-Situation. Man geht mit dem Thema, glaube ich, schon ein bisschen besser um. Hätte mir das letztes Jahr, glaube ich, mitten in der Pandemie echt schwierig vorgestellt. Da kenne ich auch ein paar Leute, die es gewagt haben, umzuziehen. Ich denke, aber es würde auch gehen. Ja, aber im Moment merken wir da an sich keinen großen Unterschied, der es komplizierter macht. Das läuft eigentlich alles so ab, wie wir es eigentlich auch von Deutschland hier in die USA erfahren haben. Jetzt hast du gesagt oder ihr gesagt, so einer der Hauptpunkte ist natürlich auch jetzt wieder näher zur Familie, zu Freunden. Aber gibt es auch einen Punkt, wo ihr sagt, da bin ich jetzt wieder froh, in Europa zu sein und da bin ich dann eigentlich so, da kann ich jetzt auch Amerika mal gehen lassen? Also da bin ich froh, dass ich das nicht mehr habe, was so zu eurem amerikanischen Leben hier gehört. Gibt es da irgendetwas? Die hohen Kosten. Ja, okay. Es ist natürlich schon sehr teuer hier, das Leben. Das darf man immer nicht vergessen. Aber es ist ja nicht unbekannt gewesen. Es gibt nichts, wo ich... Also sagen wir es mal so, hätten wir uns entschieden, hier zu bleiben, diese Möglichkeit hätten wir bekommen, dann hätten wir aber auch einen lokalen Vertrag gehabt. Und damit hätten sich für uns auch ein paar Dinge verändert. Und ich glaube, das wäre dann eher so, da wären wir in eine Situation gewesen, wo ich gesagt hätte, das wäre mir doch etwas zu brenzlig geworden, beziehungsweise ich hätte mich vielleicht damit dann nicht mehr so wohl gefühlt. Ne? Jetzt vielleicht dann noch ein zweites Income gebraucht oder was auch immer. Ne? Ich meine, man steht dann wirklich auf komplett eigenen Füßen. Ne? Ich glaube, das ist auch immer dieser große Unterschied zwischen Menschen, die tatsächlich auswandern und das auf eigene Faust machen oder man hat eben diese tolle Chance als Expat, mal einzutauchen in eine andere Kultur und das kennenzulernen, bekommt aber auch in meinen Augen sehr große Unterstützung. Wenn die dann auf eine gewisse Art und Weise wegfällt, dann muss man wirklich bereit dafür sein, auszuwandern. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, an dem Punkt, also ich spreche jetzt mal nur für mich, war ich nicht. Waren wir nie. Also, war von vornherein so eine Entscheidung, dass wir nur für eine bestimmte Zeit hierher gehen und nie auswandern. Ich glaube, das wäre dann so der Punkt gewesen, wo ich sage, wenn ich dann darüber nachdenken muss, wie
kriege ich das mit der Krankenversicherung hin? Könnte das später doch mal kommen oder ist das so ganz ausgeschlossen? Also seid ihr jetzt wirklich, ich meine, ihr könnt das ja jetzt so auch beurteilen nach 4,5 Jahren, ob ihr echt so Amerika-Typen seid, dass ihr sagt, boah, wenn da sich jetzt nochmal eine Chance ergibt und das könnte endgültig sein, da würde ich, was weiß ich, wenn du die Green Card gewinnst oder keine Ahnung, wenn sich Dinge irgendwie ändern, versus, nö, war gut, habe ich mitgenommen, aber jetzt bin ich doch wieder froh, in Europa zu sein. Also ausschließen würde ich es nicht. Ich würde es auch nicht ausschließen. Ja, dann glaube ich, bin ich so ein Amerika-Typ. Dann geht es los mit Autos, dann geht es weiter mit Reisen, dann mit vom Prinzip her diese Freiheit, die du hier erleben kannst. Ja, diese ganzen Spielzeuge, ne? Ja, Toys for Outdoor. Boys. Ja, diese große Freiheit. Große Rasenmäher. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Toy. Das ist notwendig. Aber ja, ich glaube, da bin ich absolut Typ dafür. Wenn man es dann auf die lange Sicht betrachtet, ob ich hier alt werden will und in Retirement gehen will und du musst tatsächlich dein ganzes Leben lang sparen oder dafür sorgen, dass du auch in Rente gehen kannst, oder du musst halt hier wirklich arbeiten bis 70, 75, 80, bis du quasi umfällst, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das wollte. Ich glaube, das ist noch ein bisschen so dieses Sicherheitsbedürfnis, dieses soziale System, was es eben doch in Europa, in Deutschland sehr viel ausgeprägter gibt. Du bist da doch etwas mehr abgesichert. Das läuft ja hier alles ein bisschen anders. Und mit dem Gedanken kann ich mich nicht so richtig anfreunden. Mhm. Eben auch, was so die Zukunft der Kinder betrifft, was Ausbildung, Studium betrifft. Wir hatten gestern wieder erst Gespräche darüber, was hier so ein College kostet. Und da schlackern einem ja die Ohren. Und dann denke ich so, das hätte man dann vielleicht schon vorher vorbereiten müssen, wenn die Kinder ganz klein sind, um dafür. Machen die Amis ja, ne? Die Abgeburt sparen die ja sozusagen. Mhm. Und da bin ich irgendwie auch nicht so bereit dazu, weil ich weiß ja, dass man in Europa andere Möglichkeiten hat, die ja doch finanziell viel besser zu bewerkstelligen sind. Und auch das Thema Ausbildung finde ich ganz wichtig. Nicht jeder will studieren. Mancher möchte eben doch auch einen bodenständigen Beruf erlernen, was total wichtig ist. Und dann würde ich mir für meine oder für unsere Kinder eben wünschen, dass sie diese Möglichkeit haben. Die sehe ich hier nicht so. Also was das Thema Schulsystem, Berufswunsch und so weiter angeht, da sind wir doch sehr skeptisch und doch froh, dass wir da vielleicht wieder zurück in Europa sind. Also das wäre so mit einem Punkt, wo ich sage, da sind wir uns nicht ganz sicher, ob das so die richtige Lösung für uns als Familie wäre. Was das angeht, sind wir irgendwie, klingt vielleicht komisch, aber diese sicherheitsbewussten Menschen, wir machen ja viel und tun viel, wo andere denken, es ist weit ab von irgendwelchem Sicherheitsbewusstsein, aber dieses der doppelte Boden und das Netz dazwischen, also wenn es gerade zum älter werden und kann ich mich tatsächlich als Rentner zurücklehnen? Ich glaube, da bist du in Europa deutlich besser abgesichert als hier. Das ist eine andere Einstellung, ne? Ja, das ist eine andere Einstellung, ja. Das wäre, glaube ich, der Knackpunkt, wo ich sagen würde, ich würde es nicht machen. Wäre dieser Sicherheitsfaktor hier, also ne, was gerade diese Altersvorsorge angeht und das Health System, wenn das hier so wäre, wie wir es quasi kennen, wo ich das Gefühl habe, dass ist sicher genug für mich, ich würde sofort hier bleiben. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir zwei, wenn wir dann 60 sind, mit so einem kleinen RV quer durch Amerika fahren und einfach Reisen genießen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch eben nicht nur das eine oder das andere. Ne? Irgendwann gibt es ja auch das Ferienhaus in Florida oder den RV, den man hier vielleicht stehen hat. Und wenn die Kinder dann mal irgendwann aus dem Haus sind oder auch mobil sind und mit denen habt ihr ja auch ganz viel davon mitgegeben. Mhm. Die haben ja schon in jungen Jahren erfahren, sich anzupassen, neue Kulturen kennenzulernen, Sprachen kennenzulernen. Jetzt geht ihr ja wieder sozusagen, zieht ihr weiter in ein neues Land. Ne? Auch da werden sie sich wieder neu orientieren. Und also ich kann das ja nur so mit meinen Kindern feststellen, dass die so mobil sind, im Kopf sich auf neue Dinge einzustellen. Und da kann so viel kommen, das weiß man jetzt natürlich. Absolut. Also ich würde alles offen lassen. Man weiß es nicht. Also klar, man hat Pläne und ich meine, ich habe auch so für mich so Wünsche, die ich mir vielleicht mal realisieren möchte, aber ich klammer mich da nicht mehr dran fest. Also das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt. Manchmal muss man Dinge auch einfach laufen lassen. Ja, und die kommen dann wieder. Und
Ja. Tolle Lektion, ne? Überleg mal, wie ihr so über euch hinausgewachsen seid jetzt in diesen 4,5 Jahren. Auf was freut ihr euch so in Europa? Also mal abgesehen natürlich von Familie, gibt es irgendwas, wo ihr so richtig sagt, oh, Gott sei Dank, endlich? Ja, was gibt es denn? Ich muss wirklich kurz überlegen. Also klar, so bestimmte Essenssachen, die man hier so nicht bekommt, ne? Weiß ich nicht, bestimmte Süßigkeiten, wo man da schon länger mal so einen Heißhunger drauf hatte oder so. Aber was vermissen wir noch? Es ist nicht so das Land, wo wir sagen, das vermissen wir oder diese Art von Kultur oder so. Es sind eben wirklich die Menschen, die man vermisst, dieses Zusammensein und sich wirklich persönlich wieder austauschen zu können und gemeinsame Urlaube zu machen und weiß ich nicht, ich kann das eigentlich gar nicht so sagen. Es ist nichts, wo ich sage, ich vermisse es und deswegen bin ich froh, dass ich es dann wieder habe, weil du kannst dich immer anpassen, wenn du es denn willst, oder du kannst dir, keine Ahnung, wenn es um Essen geht. Na klar, ist das Essen ja anders als in Europa, aber das Essen in Spanien ist anders als das Essen in Frankreich oder das Essen in Deutschland oder in Schweden. Und von daher ist es eigentlich egal, wo du bist, wenn du es essen willst, dann musst du entweder dorthin fliegen, wenn du das Original haben willst, oder versuchst das selber nachzumachen, wie auch immer. Das sind nicht, ja, sicherlich ist das anders, wo ich auch ganz froh bin, dann irgendwann mal wieder nach Spanien zu fliegen und ein paar richtige Tapas zu essen. Was ich ein bisschen vermisse, ist mehr Dinge wieder zu Fuß zu machen oder mit dem Fahrrad oder irgendwie sowas. Ja. Oder so kleine Orte, ne? So schöne, gemütliche Orte, wo so kleine Cafés sind und so. Ja, genau, Kaffee, ja. Das gibt diese Kaffeekultur gibt es ja hier so. Also klar, es gibt Starbucks. Starbucks, aber es ist klimatisiert und aber dass du dich wirklich in ein Restaurant setzt oder in einen Café sitzt, ein Stück Kuchen isst, einen Kaffee und das Kaffee ist so gesellige. Ne? Hier ist immer alles so auf dem Sprung, habe ich das Gefühl. Und wenn man es gesellig haben will, da muss man es privat machen. Ja? Auch im Restaurant. Ich meine, du kriegst da ja deine Rechnung schon serviert. Auch die sagen, dass ihr Zeit. Nicht mal den letzten Bissen im Mund hast. Ja? Also es ist alles ein bisschen gesellig. Ja, aber nee, aber es, ja, also du merkst schon, wir fühlen uns hier wohl. Es ist nicht so, dass wir irgendwie sagen. Ja, also mir wird jetzt zum Beispiel einfallen, wirklich so in Europa zu reisen. Das ist schon nochmal was, so Italien, Frankreich, ja. Kroatien, ne? So dieses, dieses schnelle auch irgendwo hinkommen. Das, und dann in kurzer Zeit viele Länder. Also hier hast du natürlich. Klar, du kannst Kalifornien, Oregon, was auch immer machen und ist auch komplett anders. Aber du hast halt eben überall ein Target, überall ein Walmart und ich sag mal ganz viele Dinge, die total gleich sind, obwohl vielleicht das drumherum anders ist. Und das finde ich, ist in Europa schon nochmal anders. Das ist wirklich ganz anders ist, wenn du in Sizilien bist oder wenn du in, was weiß ich, Stockholm oder so bist. Ja. Aber gut, jetzt mit Corona ist das auch alles nicht so einfach, da schnell über die Grenzen zu kommen und so. Ne? Das hat sich ja nun auch verändert. Ne? Ja, aber das stimmt. Ich freue mich auch wieder, in Europa reisen zu können. Ich folge gerade auch jemanden, die sind gerade in Norwegen unterwegs. Ich bin total begeistert über Norwegen. Ich glaube, wir müssen unbedingt nach Norwegen. Gibt es so ein Bedenken von euch, so ein bisschen Angst, dass doch so ein großes Loch und Heimweh nach Amerika kommt durch so ein bisschen die europäische Kultur? Könnte. Ja. Also ich glaube, Kulturschock wird es immer geben. Es ist ja wieder so ein Prozess, in den man reinwachsen muss. Ich würde es aber nicht als Angst bezeichnen. Also ich glaube, damals, als ich hier rübergekommen bin, hatte ich wirklich Angst davor, was hier so passiert. Mittlerweile kann ich ein bisschen souveräner damit umgehen, weil ich weiß, egal was kommt, du wirst es managen können. Du hast das hier gemanagt, dann managst du das auch in dem neuen Land wieder. Und da haben wir ja auch noch ein bisschen mehr Unterstützung durch Familie und Freunde, die ja greifbarer sind. Aber ja, man muss, ja, wie soll ich das sagen? Also ich weiß nicht, ob ich die Freiheiten, die man hier hat und die man der typische Amerikaner ja auch lebt, eingeschränkt fühlt, ob mir das fehlen könnte. Ich weiß es nicht, durchaus möglich. Also ne, hier ist es, ne, wenn ich mit Motorrad unterwegs bin und du hast dieses weite Land und du fährst einfach und hast den Freedom, dieses Gefühl, das ist, hatte ich nie in Deutschland gehabt, bevor wir hergekommen sind, dieses Gefühl hatte ich vorher nie. Und das könnte sein, dass ich das vermissen werde, wenn ich mit meinem Kumpel mit dem Motorrad einfach mal hier in Richtung Westen rausfahre, wo einfach mal niemand ist. Keine Ahnung, ob mir das fehlen wird. Ich kann es heute nicht sagen.
Oh ja, ja, aber du bist dir bewusst darüber, ne? Oder ja, ich finde zum Beispiel auch sowas wie, ich gehe ungeschminkt in Jogginghose einkaufen. Ne? Das war sowas, wo ich so dachte, in Deutschland hätte ich das wahrscheinlich irgendwie nie gemacht. Aber hier so in den USA ist mir das ganz egal. Oder du steckst nachts nochmal eine Waschmaschine an. Oder weißt du, es gibt so ein paar Dinge, wo du... Wir werden es dir berichten. Ach, ja. Damit total gespannt. Was wir dann tatsächlich vermissen. Ich glaube auch, diese wirkliche... Freundlichkeit der Amerikaner, ja, die sind ja wirklich, also, und das, weil viele immer sagen, das ist alles immer so oberflächlich, das ist nicht oberflächlich, also die Kinder wachsen damit wirklich auf, ja, also wenn man selber hier beobachtet, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen, die bekommen das von klein auf mit quasi mit der Muttermilch bekommen die das eingeträufelt, dass man eben freundlich ist, dass man höflich ist, dass man bitte Danke sagt, dass man lächelt, dass man einfach, wenn man mit anderen Menschen zusammentrifft, nett miteinander umgeht, ja. Und das könnte natürlich so ein Punkt sein. Ich möchte ja, man hat auch so eine man respektiert ein bisschen mehr so die Distanz auch, ne, finde ich. Ja. So in Deutschland und halt Europa ist das alles so ein bisschen mehr körperlicher und aber näher. Dort, wo es so, für uns hingeht, könnte das eventuell ganz gut ähnlich werden. Ähnlich, wir sind natürlich super gespannt. Man hat uns gesagt, dass das... dass wir jetzt auch nett sind. Dass wir da auch sehr nett sind. Ach, das ist ja, wie man in den Wald ruft, so Hals heraus. Also von daher, man müsste euch da auch, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Was würdet ihr so zusammenfassend, so aus euren Erfahrungen jetzt, die ihr in den 4 Jahren gemacht habt, aber auch so, wie ihr euch selber dadurch entwickelt habt, was würdet ihr jetzt so den Zuhörern, den Menschen so aus eurem Herzen mitgeben wollen? Gibt es irgendwas, was ihr so zusammenfassend jetzt noch zum Schluss mitgeben möchtet? Inspiration, so, ja. Motivation, dass man, also zum einen sollte man immer das tun, was einem selber gut tut. Wenn du einen Wunsch hast, wenn du einen Traum hast, gib den niemals auf. Versuch, diesen Wunsch dir zu erfüllen, egal was die anderen denken. Und wenn du die Chance bekommst, eben gerade so einen Schritt zu gehen, ins Ausland zu gehen, probier es aus. Also das Schlimmste, was passieren kann, man scheitert, man geht zurück, aber man nimmt ganz viel Erfahrung mit. Und diese Erfahrung, die kann dir keiner nehmen, ob die jetzt positiv oder negativ sind. Und in allen Negativen, finde ich, liegt immer was Positives. Also wir hatten auch Auf und Abs, aber es hat sich so gelohnt, diesen Schritt zu gehen. Und das eigentlich war es mit das Beste, was wir machen konnten in unserem Leben. Ja. Wir wurden gefragt, bevor wir hierher gekommen sind, warum macht ihr das? Und dann habe ich gefragt, warum denn nicht? Und das ist vielleicht eine Frage, die sich der Zuhörer stellen soll, wenn er sich überlegt, will ich so einen Schritt gehen? Warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? Und dann nicht nur die negativen Sachen sehen, die dagegen sprechen können, sondern auch die positiven, die dafür sprechen. Und dann ist es dieses knapp. Das alte Spiel, ich mache eine Pro- und eine Con-Liste. Was sind alles die Sachen, warum lohnt sich das zu machen? Und warum lohnt sich vielleicht nicht, das zu machen? Oder was könnte dagegen sprechen? Aber ja, man kriegt manchmal, wenn man eine Idee hat, vielleicht Gegenwind von anderen Menschen, die es gar nicht verstehen. Aber dann kann man diesen Gegenwind auch dafür nutzen, um diesen Wind für deine eigenen Segel zu nutzen, um nach vorne zu gehen. Ja, warum auch nicht? Das ist dieser Traum, und das war ja nie ein Traum, das war eine spontane Idee, die uns durch den Kopf gegangen ist, warum wir das nicht machen. Ja, warum denn nicht? Aber es war schon für uns immer wichtig, dass wir so gewisse Ziele haben und uns weiterentwickeln wollten. Ja. Und es war schon immer wichtig, dass wir irgendwie Schritt für Schritt weitergehen in unserem Leben, und eigentlich sind wir niemand, der stehen bleiben möchte. Ja. Und die Chancen muss man aber dann auch ergreifen. Und viele haben, glaube ich, nicht so den Mut oder haben Ängste, aber dann hilft es immer, sich auszutauschen und es einfach auszuprobieren. Und ich würde nicht sagen, dass viele nicht den Mut haben. Ich würde tatsächlich sagen, jeder hat die Möglichkeit, per se es machen zu können. Manche können sich vielleicht gar nicht vorstellen. Ja, das glaube ich auch. Aber das ist dann tatsächlich wieder dieses... Aber auch gut, wenn sie dann das machen, was sie gerade tun. Ne? Wenn du die Vorstellung nicht hast, dann ist es ja auch nicht das Richtige für dich. Ne? Dann ist es nicht dieser Wunsch, dieser wirklich ausdrückliche Wunsch, das machen zu wollen. Und das ist auch völlig okay. Ich glaube, das fängt an der Stelle an, wenn die Unzufriedenheit kommt und ich nicht die Vision habe, dann bin ich in so einem ungesunden Space. Ne? Wenn ich die Vision nicht habe, aber einfach gleichmäßig das okay für mich ist, ist das gut. Aber was
ich oft zumindest höre, ist, dass Leute im Außen unzufrieden sind und auf der Suche sind, aber eben nicht die Vision haben. Und da finde ich das ganz toll, deinen Impuls zu sagen, ja, mach es einfach und probier es aus und dann guck weiter. Ne? Und dafür mache ich ja auch den Podcast, dass Menschen das hören können aus aus eurer Geschichte und aus euren Erfahrungen, weil das kann ja Teil einer Vision von anderen Menschen werden, ja, dass ihr sozusagen eine Inspiration seid. Okay, so sind die das angegangen, so wo ist es bei denen gelaufen, so gehen sie aber auch jetzt weiter. Ne? Und deswegen finde ich das sehr schön, diesen Umkehrschluss. Mach es doch einfach. Ja, und tatsächlich ist es, wenn man sich selbst in einer Komfortzone befindet, ist es sehr schwierig, daraus zu kommen. Das ist sicher. Man braucht nur irgendwas, was einen Auslöser gibt, warum man darüber nachdenkt, den Impuls, warum sollte ich meine Komfortzone verlassen und wie tue ich das am besten? Und dann geht es, glaube ich, erst los, wenn man darüber nachdenkt und sich Ziele setzt, wenn ich tatsächlich das möchte, aus dieser Komfortzone raus und denke dann darüber nach, was ist das Ziel und wie komme ich da hin und wie mache ich das? Und dann, ja, ist das manchmal auf und ab und kann auch ein bisschen wehtun, wenn man eine Entscheidung trifft, wenn man irgendwie Familie und Freunde verlässt. Auf der anderen Seite ist es immer ein Schritt vorwärts und es ist immer ein Stück Entwicklung und das kann nie schaden. Und das schweißt zusammen. Ja. Also ich finde, dass uns das als Familie auch nochmal enorm bereichert hat. Man geht anders miteinander um und das, was man gemeinsam jetzt durchgestanden hat, aber auch Positives erlebt hat, das ist, finde ich, enorm wichtig und schön. Das ist ein total schönes Gefühl auch. Glaube ich auch. Ganz toll, ganz inspirierend, finde ich. Und ich finde, das ist so positiv. Also das fühlt sich so leicht an, auch was ihr jetzt vor euch habt. Und das finde ich total schön, dass ihr so getragen von dieser Leichtigkeit, wie ihr hergekommen seid, wie ihr die 4 Jahre oder 4,5 Jahre hier erlebt habt, natürlich mit Up und Downs, aber ich glaube, so diese Leichtigkeit tragt ihr jetzt auch weiter. Und das finde ich total schön. Ja, vielen Dank euch sehr beiden. Sehr inspirierend. Also ich finde es sehr berührend, sehr inspirierend und ich glaube, das ist sehr mutmachend auch für andere Menschen. Und wir werden das natürlich verfolgen und teilen auf all unseren Social-Kanälen, wo ihr dann am Ende seid und wie es euch vor allen Dingen auch geht. Ja. Mal gucken, wenn die Folge released wird, ob wir das da schon wissen oder ansonsten dann zum späteren Zeitpunkt. Also ich hoffe es sehr. Ja, dass wir bis dahin mehr wissen und dass wir das dann auch final schon preisgeben können. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der mit uns ein Stück auch diesen Weg geht. Also ich finde das immer, das war für mich auch, muss ich dazu sagen, in den letzten Jahren habe ich auch intensiver mit Instagram begonnen. Ich habe so viele tolle Kontakte gefunden und dieser Austausch war für mich auch enorm wichtig. Ja, also wenn man eben dann nicht immer diese Möglichkeit hat, Familie und Freunde um die Ecke zu haben, dann ist es auch wichtig, dass man sich andere Menschen sucht und mit denen mal in Kommunikation tritt und einfach auch merkt, ja, du bist damit ja nicht alleine mit deinen Sorgen und andere durchleben das Gleiche. Und das hat mir auch enorm geholfen. Das kann ich auch jedem nur noch mal mit auf den Weg geben. Traut euch auch mit anderen Menschen Kontakte zu knüpfen. Das ist aktiv, etwas, was, ne? Ja, aktiv. Mhm. Und da braucht man sich auch nicht scheuen. Es gibt da auch kein richtig oder falsch. Und man gewinnt auch da nur dazu, ja. Ja, finde ich auch. Vielen Dank euch beiden und fröhliches Kistenpacken und drücke euch die Daumen, dass sich jetzt der Knoten löst, aber bis dahin habt ihr ja genügend Strategien gelernt in den letzten 4,5 Jahren, einfach entspannt zu bleiben, Dinge laufen zu lassen und die Dinge so kommen zu lassen, wie sie kommen. Alles fügt sich irgendwie. Ja. Ganz genau, es kommt so, wie es kommt. Vielen Dank euch und euch noch einen schönen Nachmittag. Dir auch. Ciao. Und das war's auch schon wieder von heute im Muttersprache-Podcast.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Und natürlich wäre es auch ganz besonders toll, wenn du mich das wissen lässt, besonders gerne mit einer Empfehlung, einer Review auf Apple iTunes. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wenn du diesen abonnierst, subscribest, dann bekommst du natürlich auch immer sofort die Mitteilung, wenn eine neue Folge live geht. Ja, wenn du Fragen zu dieser Folge hast oder zum Auswandern, zum Leben in den USA, schreib mir doch einfach. Alle Infos dazu findest du auf der Website www.muttersprachepodcast.com oder bei Instagram @muttersprachepodcast. Ja, schön, dass du da bist, und bis nächste Woche, deine Monique.